ist eine super heiße Woche draußen heute schon. Was machst du als Profi, um dich fürs Training zu wappnen, um das auszuhalten bei 33, 35 Grad plus, nicht umzukippen? Viel trinken. Ich glaube, ich wüsste nicht, das sagen immer alle, es hilft. Ich wüsste jetzt keinen anderen Tipp, den wir mitbekommen haben, was noch helfen sollte. Viel trinken und dann hoffen, dass man halt nicht umkippt. Also, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Stand wir als Mannschaft sind, weil ich mich, muss ich auch sagen, die ersten zwei Wochen eigentlich relativ wenig mit Fußball beschäftigt habe. Habe ich mir natürlich nochmal so ein bisschen angeschaut, was die anderen auch bei den Medienterminen zu diesem Thema gesagt haben. Und ich glaube, da war ja so immer so ein bisschen das Thema, dass neue Spieler immer herzlich willkommen sind. Und ich glaube, das stimmt auf jeden Fall auch so. Wir können immer Verstärkung gebrauchen. Aber wie weit wir jetzt schon als Mannschaft sind, um die Stärke einzuschätzen, kann ich nicht sagen. Ich war ja noch nicht dabei. Ja, dann habe ich für mich ja schon vor dem Saisonende definiert, dass ich noch mehr Verantwortung übernehmen möchte. Noch mehr, das Ganze mit formen möchte, kann man das so sagen, formen möchte. Und ich glaube, das sind so die nächsten Schritte für mich. Der Kapitän ist weg, das Amt ist frei. Wärst du bereit, wenn der Trainer dich ernennen wollen würde? Irgendwie habe ich mit der Frage gerechnet, muss ich sagen. Ich glaube, letztendlich, ich habe den letzten Teil der Frage gar nicht verstanden. Wie hast du denn die bereit, Frage gestellt? Ob du bereit wärst, wenn der Trainer dich im Sinne haben würde und dich ernennen wollen würde? Sagen wir mal so. Ich glaube, letztendlich ist es gar nicht so wichtig, wer Kapitän wird. Weil ich glaube, dass, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass es viele Leute gibt, die das Ganze mitprägen müssen. Und der Kapitän trägt zwar am Ende die Binde, aber die Verantwortung ist auf vielen Schultern verteilt. Und zu den Leuten, wo die Verantwortung verteilt ist, möchte ich auf jeden Fall dazugehören. Was heißt denn das? Würdest du ja oder nein sagen? Wenn der Trainer mich jetzt fragen würde, ob ich, wüsste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, kann ich so jetzt nicht sagen und werde ich auch nicht sagen. Wüsstest du denn, wem du deine Stimme geben würdest, wenn der Kapitän gewählt würde? Ja, wüsste ich. Aber da Wahlen ja immer geheim sind, oder meistens, bleibt das auch geheim. Ich glaube, eigentlich, also gut, wir haben natürlich Max verloren, der auf jeden Fall ein zentraler und wichtiger Baustein war. Aber ansonsten eigentlich fast alle beisammen halten können. Und wir haben auch in den letzten Spielen schon gezeigt, dass es auch ohne Max geht. Und deswegen stimmt mich das auch positiv, dass wir das auch ohne Max schaffen können. Und deswegen, die Mannschaft hat sich so groß gar nicht verändert. Außer halt Max und natürlich haben wir alle Lust, wieder um Europa mitzuspielen. Ich glaube, für uns wir als Mannschaft können sich jetzt nicht vorstellen, das Ziel auszugeben, wir wollen um den Klassenerhalt spielen oder sowas. Ich glaube, darauf hat keiner groß Lust und gerade nach der letzten Saison sollte das auch nicht unser Anspruch sein. Ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, wichtiger war es auf jeden Fall, den Kopf wieder frei zu bekommen, körperlich. Muss ich sagen, habe ich mich auch am Ende nicht so müde gefühlt. Und ich glaube auch, dass der Körper sich auf jeden Fall schneller erholt als der Kopf. Und wie ich das gemacht habe, ich war natürlich im Urlaub, habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, versucht mich möglichst wenig mit dem Fußball, gerade in der Anfangszeit von meiner freien Zeit, zu befassen.